Apropos Zukunft. Nachdem die Spitzen von SPD, CDU und Bündnisgrünen einen Koalitionsvertrag vorgelegt haben, wird der jetzt von der Basis diskutiert. Was taugt der Vertrag? Finden wir Mitglieder, die wir, die Parteien, tragen uns in dem Papier eigentlich wieder? Nachdem wir uns gestern ein Stimmungsbild bei der CDU-Basis in Oranienburg gemacht haben, hat sich Anja Meyer umgehört. Heute, was SPD-Mitglieder in Elbe-Elster von den Verhandlungsergebnissen halten. Letzte Vorbereitungen für die Mitgliederversammlung des SPD-Kreisverbandes Elbe-Elster in Hohenleipisch. Hier trifft sich gestern Abend einer der kleinsten SPD-Unterbezirke im Land. Auch, um mit dem Generalsekretär über den neuen Koalitionsvertrag zu diskutieren. Was halten die Genossen aus Elbe-Elster von den Plänen aus Potsdam? Was wünschen sie sich für ihre Region? Wenn da also zum Beispiel drinsteht, dass man die S-Bahn in Brandenburg, also die von Berlin in den Speckgürtel fährt, im 10-Minuten-Takt gerne hätte und Infrastruktur hier außerhalb des Schulverkehrs fährt ja eigentlich gar kein Bus. Wenn, dann ist es ein Rufbus, den sie allerdings nicht erreichen können, zumindest nicht mit dem Handy, weil es ja kein Handyempfang auf dem Dorf. Skepsis, ob man die Bedürfnisse der ländlichen Region so auch in Potsdam sieht. Und auch innerparteilich hat Elbe-Elster an Bedeutung verloren. 147 Mitglieder zählt der Kreisverband, nur 24 sind zur Mitgliederversammlung gekommen. In der neuen Koalition wird Elbe-Elster keinen Landtagsabgeordneten mehr stellen. Ich hoffe, dass auch die Region Elbe-Elster, die vom Strukturwandel mit betroffen ist und dazugehört, auch nicht vergessen wird in diesem Rahmen der zuständigen Strukturwandelmittel. Und ich bin da hoffentlich werde hoffentlich nicht enttäuscht wie andere, dass wir dann außen vor bleiben, weil wir keine Abgeordnete haben. Das war für uns der Generalsekretär wirbt für den Vertrag, den er mit ausgehandelt hat. Für ihn überwiegen die Vorteile. Wir haben uns auch auf einen ordentlichen Umgang mit zum Thema Wolf vereinbart, der dann im Endeffekt auch geschossen werden darf. Es ist auch eine Neuerung, die ich gedacht hätte, die kriegen wir mit den Grünen überhaupt nicht hin. Sind denn die Genossen nach der Diskussion vom Koalitionsvertrag überzeugt? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also wir sind da auch an dem Punkt, wo wir sagen, wir können letztendlich nur das aufgreifen, was wir haben. Es waren sehr gute Punkte dabei, die uns natürlich auch ansprechen, die auch die SPD irgendwo gut vertreten kann. Er hat sich alle Optionen offen gelassen. Und wenn die Fragen konkret wurden, hat er natürlich meistens gesagt, wir sind noch nicht so weit. Überzeugt oder nicht? Am Ende, so heißt es hier, werden wohl so gut wie alle Delegierten aus Elbe-Elster für den Koalitionsvertrag stimmen. Trotz mancher Zweifel.